Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einem neuen Minecraft-Bedrock-Video. Heute werden wir ein bisschen Jump-Bridgen in Treasure Wars. Aber vorher gehen wir nochmal ganz kurz in eine Singleplayer-Welt. Denn im letzten Video haben wir ja Jump-Bridgen gelernt, im letzten Bedrock-Video. Und ich habe gerade nochmal ein bisschen Jump-Bridgen geübt und ich kann jetzt zwei verschiedene Methoden. So, das ist Methode 1, die haben wir in dem Video noch gelernt. Ja, die sieht so aus, finde ich immer noch am einfachsten. Und der gute Baldur, Grüße gehen raus, hat mir noch eine andere Methode auf Instagram geschickt. Gucken, ob ich die jetzt direkt hinkriege. Die war nämlich... Okay, das wäre es gewesen. Moment, die war so nicht. Passt auf, alle guten Dinge sind drei. Und jawohl, da haben wir die andere Methode. Die kann ich jetzt auch mehr oder weniger. Ich finde aber immer noch diese Methode hier mit am einfachsten. Keine Ahnung, die kriege ich irgendwie immer hingefühlt. Wir gucken jetzt nochmal, wie gut ich das Ganze hier in Treasure Wars hinkriege auf dem Hive-Server. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es nur minimal geübt. Also wirklich, ich habe... Das letzte Video, das ist jetzt irgendwie zwei Wochen oder so, glaube ich, her, da haben wir das Ganze gelernt. Dann habe ich das gar nicht mehr gemacht und dann habe ich es irgendwie vor einer Woche oder so nochmal kurz versucht für 5 Minuten und gerade auch nochmal für 5 bis 10 Minuten die anderen Methoden versucht, die Baldur mir geschickt hat. Dann hat mir, glaube ich, 2 geschickt oder ich habe zumindest 2 versucht. Eine habe ich hinbekommen, die andere leider nicht. Ja, aber wir bleiben mal heute bei meiner standardmäßigen Methode, die ich letztes Mal gelernt habe, denn die klappt bis jetzt noch für mich am besten. Wir bauen mal den Schatz ganz kurz ein und testen das dann und hoffen, dass ich das jetzt direkt hinkriege. Warte mal. Und zwar so, zack, jawohl. Ey, es ist wirklich relativ simpel. Ich wurde jetzt auch öfter gefragt, ob ich ein Tutorial machen kann. Können wir vielleicht den Messer mal machen? Ich wollte das Ganze nochmal ein bisschen mehr üben, dass ich das auch einigermaßen safe hinkriege hier. Und da mache ich gerne ein Tutorial auch zu dem Jump-Bridgen. Denn ich habe mir damals Tutorials angeguckt im Internet und habe mir, ich glaube, 3 Trash-Tutorials angeguckt, die mir gar nichts gebracht haben. Und dann habe ich mir ein Tutorial angeguckt, was ich echt gut fand, was mir mega viel gebracht hat. Und seitdem kann ich das ja auch. Und ja, das war ein englisches Tutorial. Ich habe es nicht mal direkt gefunden, deswegen vielleicht machen wir selber einfach auch noch mal eins dazu und dann kann ich euch erklären, wie ich das Ganze jetzt gelernt habe, was ich dabei am einfachsten finde und dann kriegen das ja die meisten von euch, denke ich mal, hoffentlich auch hin. Denn ich mache das Ganze, by the way, mit Maus und Tastatur. Wichtig, das wurde ich auch ein paar Mal gefragt. Das heißt, ich werde dazu natürlich auch ein Tutorial machen mit Maus und Tastatur. Wir können noch mal die andere Jump-Bridge-Methode jetzt testen. Dafür schmeiße ich aber mein Schwert... Ach nein, ich schmeiße es nicht weg. Ich nehme es mit, weil hier kann ich eigentlich nicht bei runterfallen, weil ich merke schon direkt, ob das Ganze klappt oder nicht. Sobald ich den zweiten Block geplaced habe. Und das hat nicht geklappt. Vielleicht bleibe ich doch bei meiner anderen Methode. Warte mal. Vorführeffekt. Komm schon. Ich glaube, ich muss hier anfangen. Nee, es klappt nicht. Ich würde sagen, wir machen dann doch lieber die gute alte Methode, weil die kriege ich noch safe hin, Leute. So, dann springen wir mal in die Mitte. Hier war aber anscheinend schon Team Grün der Schlingel. Okay. Und Grün ist auch gerade gestorben anscheinend. Alles klar. Oh, shit, das ist ein Gegner. Oh boy, da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Moin. Zack, der ist down. Ich bin echt gespannt, wie es jetzt wird, weil ich spiele ja fast nie Treasure Wars und ich habe letztens ja festgestellt, dass das Ganze irgendwie viel verschwitzter geworden ist. Also hatte ich zumindest das Gefühl und viele haben das auch in den Kommentaren bestätigt, dass jetzt gefühlt jeder Butterfly klickt und komplett am Reinschwitzen ist und ich spiele natürlich immer noch ganz entspannt One-Click hier. Von daher bin ich mal gespannt. Und vor allem gibt es anscheinend viel mehr PC-Spieler inzwischen, oder? Also ich habe früher immer gegen Handyspieler gespielt. Man hat es direkt gemerkt, die hatten gar keinen, also wenn ich so ein bisschen um die drumherum gerannt bin, konnten die gar nichts machen, weil die sich nicht so schnell drehen konnten und alles. Aber inzwischen Butterfly ja alle. So, die Emeralds saven wir erstmal noch. Ich hätte ganz gern bessere Rüstung und die ist ein bisschen teurer, deswegen brauchen wir noch ein paar. Ich glaube, 7 Emeralds brauchte ich noch. Bin mir gerade gar nicht sicher. Oder 8 oder so? Oder brauchte ich 32? Shit, ich hab's vergessen. Wir sammeln einfach noch ein paar. Moin, hast du schon welche für mich aufgesammelt? Das ist ja super nett von dir. Danke dafür. Wie viel hat er? 8. Das könnte vielleicht reichen. Die liegen auch gerade nicht mehr. Ich gehe einfach mal zurück. Ihr könnt, by the way, ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Jump-Bridgen könnt. Und, falls ihr Jump-Bridgen könnt, macht ihr das Ganze mit Controller oder am Handy oder mit Maus und Tastatur. Oder schreibt auch gerne mal rein, ob ihr es nicht könnt und Bock auf ein Tutorial hättet. Aber wie gesagt, ich wurde öfter nachgefragt. Das wird auf jeden Fall noch die Tage kommen. Ich weiß noch nicht genau, wann wir das machen. Denn, Moment, erst kurz gucken, was die Rüstung hier kostet. Ja, oh, genau, 28. Denn ich bin jetzt die Tage im Urlaub erstmal. Also nur ganz kurz von Donnerstag bis Samstag. Und bin auch gerade am Vorproduzieren. Und das Tutorial wird wahrscheinlich ein kleines Zweitvideo. Das kriege ich, denke ich mal, vorher nicht hin. Aber, ja. Ah ja, by the way, werden noch Videos kommen in der Zeit. So. Wenn ich das jetzt schon anteaser hier am Dienstag. Ich nehme es sogar gerade am Dienstag auf, Alter. Komplett live hier. Am Dienstag geht es auch online. Also live eigentlich trotzdem nicht, aber egal. Genau, Dienstag ist es gerade. Ich nehme das Video auf. Es geht später online. Wir haben es gerade 11:04 Uhr. Let's go. Und ja, dann werde ich gleich noch die anderen Videos vorproduzieren
für die Tage, in denen ich weg bin. Also solltet ihr eigentlich keinen Unterschied merken, hoffentlich. Vielleicht kommen sogar an einem Tag zwei Videos, je nachdem, wie gut ich das Ganze noch hinkriege. Ja, ich bin ja nur 3 Tage weg. Das sollte man von daher easy vorproduziert bekommen. Drückt mir die Daumen, dass ich das alles hinkriege. Guck mal, da vorne ist auch schon der nächste Gegner, Team Pink. Wenn euch das Video bis jetzt gefällt, dann lasst doch mal einen Like da und auch sehr gerne ein kostenloses Abo, denn ich versuche dieses Jahr noch die 50.000 Abonnenten zu erreichen und das kriege ich definitiv nur mit eurem Support hin. Von daher fettes Dankeschön. Ja, für jeden, der ein Like, Abo, Kommentar oder sonst was da lässt. Und jetzt noch viel Spaß mit der Jump Bridge Action. Ich sollte mal gucken, wie teuer ist ein Eisenschwert? Ich sehe den Boy gerade nicht. Eisenschwert? Ah, 5 Dias. Aber ich sehe ihn gerade immer noch nicht. Das könnte ich eventuell so schnell machen. Zack. Nein, falsches Schwert. So, Dia-Schwert. Eisenschwert meine ich. So, wo ist der Typ jetzt hin, ist die Frage. Kann natürlich sein, dass er durchgerannt ist. Ich weiß hier schon einen Weg, aber ich will ein bisschen Jumpbridgen. Ich muss es machen. Okay, da sind wir bei seiner Base. Und... komm schon, zack, zack. Ist der wohl zu mir durchgerannt und baut jetzt meinen Schatz ab? Weil wo ist der Typ denn sonst hin? Nee, der Schatz von Gelb wurde jetzt abgebaut, lol. Das ist natürlich perfekt für mich, ne? Der ist jetzt anscheinend auch down, damit gibt es nur noch Team Pink und der ist da vorne. Und der kann auch Jumpbridgen oder was? Nee, der Jumpbridge nicht, der baut einfach so nach vorne. Oh mein Gott, wieso baue ich so? Okay, der wird jetzt in die Mitte gehen, aber wir kommen ihm einfach zuvor und gehen hier mit in die Mitte. Ich hoffe, ich habe genug Blöcke. Aber sieht gut aus. Zack, passt auf. Und der wird jetzt... eigentlich muss der hier noch irgendwo sein. Ich glaube, der ist da an die Base gerannt, oder? Ja, da vorne ist er. Der hat auch keine Dia-Rüstung, der hat Eisenrüstung und checkt gerade noch nichts. Dann haben wir safe. Moin. Und da haben wir die Runde gewonnen, oder nicht? Komm schon. Eisenschwert hat er auch mit am Start. Hält auch einigermaßen viel aus, ne? Aber da haben wir gewonnen. Ey, ich bin wirklich überrascht. So, das Jumpbridgen ist wirklich drin jetzt. Es hat einfach geklappt. Also, ich bin keinmal beim Jumpbridgen runtergefallen. Damit gebe ich mich aber noch nicht zufrieden. Wir versuchen das Ganze nochmal in einer zweiten Runde. Hoffen wir mal, dass ich jetzt immer noch ordentliche Jumpbridgen kann. Ich würde ganz gerne die andere Methode auch einmal schaffen im Multiplayer. Die müssen wir gleich ein paar Mal versuchen. Ich meine, ich kann eine Methode safe. Wäre natürlich geil, wenn die zweite Methode auch safe klappt. Aber an sich ist es ja egal, ne? Ich meine, solange man eine Methode hat, die immer funktioniert, reicht es ja eigentlich. So, schnell den Schatz einbauen. Oh shit, da ist jemand schon unten zu mir unterwegs. Bau keinen Weg. Och nee, den wollte ich doch bauen. Ja, aber warte mal, ich kann ihn doch einholen eventuell und dann runterkicken. Oh, let's go. Und jetzt renne ich durch. Der konnte nicht jumpbridgen. Ich hatte Angst, dass er schnell zu mir rüber jumpbridged. Aber das kann er zum Glück nicht. Von daher... zack, Schatz ist weg. Der wird mich eventuell noch killen. Ah, wobei, ich glaube, den könnten wir eventuell auch haben. Ich bin mir nicht sicher. Der hat mir halt ein paar First Hits gegeben, weil ich seinen Schatz noch abbauen musste. Aber, komm schon. Ah, da kann ich keine Blöcke placen. Dann habe ich keinen Vorteil dadurch. Boah, das wird knapp auf jeden Fall. Das wird richtig knapp. Bitte stirb. Oh mein Gott, den haben wir bekommen. Pass auf, ich verliere eventuell die Runde dadurch, aber wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Das heißt, ich kann die andere Jumpbridge-Methode versuchen. Wenn ich die jetzt... oh, die schaffe ich einfach nicht. Wie ging das nochmal? Oh! Ich hab's, oder? Ich kann einfach... okay, war echt extrem langsam, weil ich erst dachte, ich hab's nicht geschafft. Oh nein. Nein, 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 Junge, nein, ich musste Jumpbridgen üben. Ah, oh, der hat ein Schwert, ich muss weg. WTF, Alter, WTF. Oh boy, oh boy. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ist er noch hinter mir? Okay, ich muss auf jeden Fall mir erstmal ein Schwert holen jetzt. Vor allem, ich habe vorher noch gesagt, ich verliere eventuell die Runde dadurch. Und jetzt ist es wirklich so weit gekommen, ey. Mein Schatz ist einfach weg. Nur weil ich Jumpbridgen üben wollte. Aber wir haben es geschafft. Zweite Methode ging jetzt auch klar. Extrem langsam, aber ja, läuft auf jeden Fall. Vielleicht kriege ich die nochmal hin. Warte mal. Komm, warte mal. So. Oh, direkt nochmal geschafft. Perfekt. Oh, ich habe keine Blöcke mehr. Vor allem in der Base spawnt kein Gold mehr. Das heißt, ich muss eigentlich zurück in meine Base. Oh, sonst kann ich mir keine Blöcke kaufen, Leute. Ich muss mal ganz kurz den abbauen. Kann ich irgendwie... ich muss auf dem Weg, aber hier kann ich nichts placen. Jetzt muss ich die einfach abbauen hier. Ultra stressig. Ey, aber ich bin happy. Jumpbridgen ist wirklich einfach drin jetzt. Keine Ahnung, es ist wirklich das geilste Feeling. Also... ich bin ja nicht der größte Fan von der Bedrock-Edition. Ich spiele die Java-Edition ja viel, viel lieber. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, zwei Sachen überzeugen mich momentan an der Bedrock-Edition. Und zwar Jumpbridgen. Ultra geil. Das ist so ein geiles Feeling. Es macht mega Bock. Also das kann ich nur empfehlen. Es ist easy zu lernen und es macht richtig Spaß einfach. Tutorial, wie gesagt, werde ich dazu auch noch machen. Und momentan der Sonic-Modus hier auf dem Hive-Server. Den fand ich eigentlich auch ganz geil von den Minigames her. So, wollen wir mal sehen, ob ich hier die Runde vielleicht trotzdem noch reißen kann. Ich sollte auf jeden Fall erstmal in die Mitte gehen. Ich muss aber sagen, ich werde jetzt ein bisschen nervös. Ich habe Angst, dass ich jetzt auf einmal das Jumpbridgen verkacke. Auch wenn ich es eigentlich safe kann. Aber jetzt zu sterben und die Runde zu verlieren, weil das Jumpbridgen nicht läuft, wäre halt schon peinlich. Hier scheinen auch noch echt viele Smaragde rumzuliegen. Ich habe jetzt einfach schon 14 Stück. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier zu den unteren Spawnern komme. Aber wenn da auch jeweils noch 7 liegen, dann hätte ich einfach eine Dia-Rüstung voll. Aber wie komme ich denn da runter? Ah, hier, oder? Geht da? Ja doch, hier kommt man runter. Hä, ich habe einfach Schaden kassiert auf einmal. Hä?
ultra verbuggt. So, wir haben sogar 30 Smaragde jetzt. Das ist perfekt. Ich muss nur in irgendeine Base kommen. Die nehmen wir auch noch mit hier, die zwei. Let's go. Dann ist hier auch schon mein Weg zurück. Da sind wir auch schon. Und dann, zack, bessere Armor. Kann ich für 4 Smaragde mir was holen? War klar, das Schwert kostet 5. Dann würde ich sagen, für den Weird Flex Jump Bridge ich jetzt. Ich hätte ich auch einfach normal bauen können. Naja, ich hätte eigentlich gar nicht bauen müssen da. Aber es macht einfach Spaß. Ihr wisst Bescheid. Guck mal, da vorne ist auch ein Gegner, Team Blau. Ah, nee, aber der hat noch ein Bett. Ich habe erst überlegt, ob ich jetzt zu ihm rübergehe. Aber der hat noch ein Bett. Ich versuche einfach in seine Base zu rennen, während der mich sucht. Und unterwegs nehmen wir nochmal hier die Emeralds mit, weil dann können wir so ein Dia-Schwert theoretisch holen, falls die Zeit dafür gleich reicht. So, und da geht es auch schon zu seiner... Oh Gott, ich habe das Jump Bridge verkackt. Da geht es auch schon zu seiner Base. Zum Glück nicht runtergefallen. Oh Gott, ich kann nicht aufhören mittendrin, das verkacke ich immer. Boah. Manchmal falle ich dann runter, wenn ich... Oh, der ist in seiner Base schon. Wenn ich dann mittendrin aufhören will. Wir gehen erstmal hier hin. Oh, da ist ein Loch. Okay, wir gehen erstmal hier hin, holen uns ein besseres Schwert. Und dann wird gefightet. Okay, ich lasse ihn einfach hier rüberkommen, würde ich sagen. Zack, zack. Oder ich jump Bridge an ihm vorbei. Das kann ich eigentlich machen, oder? Ja. Zack, zack, zack. Dann gehen wir, warten wir hier auf ihn. Fighten ihn. Kicken ihn eventuell runter. Zack. Dann gehen wir hier in seine Base durch. So. Und ich brauche eine Pickaxe. Ach nee, der hat gut eingebaut. Wie nervig. Okay, das ist jetzt richtig nervig. Aber der hat zum Glück kein Schwert. Von daher sollte das eigentlich klappen. Zack. Tools. Pickaxe. Ich hätte mir auch eine bessere holen können. Naja. Okay, ich muss ihn noch einmal gekillt bekommen. Oh, der ist... Oh, er hitte mich einfach. Er könnte in seiner Schutzzeit nicht ein Schwert kaufen. Ich hätte es dann viel schwieriger. Aber das macht er zum Glück nicht. Also, zack. Ja, ganz ruhig, Kollege. Ganz ruhig. Ich muss doch eben deinen Schatz abbauen, okay? Okay, jetzt rennt er weg sogar. Das ist sogar noch smart von ihm. So. Weil jetzt kann er mich eventuell noch runterkicken. Das will er auch... Oh Gott, das will er auch machen. Aber ich gehe einfach über den Weg hier. Zack. Oh, stack mich hier nach oben. Geh dann hier runter. Moin. Und jetzt haben wir, glaube ich, gewonnen. Komm schon. Komm schon, Junge. Ich kick dich einfach runter, wenn du mich runterkicken willst. GG. 2 Runden gewonnen. In 2 Runden kann mir beim Jump Bridge runtergefallen. Gefällt mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like da. Auch sehr gerne ein kostenloses Abo und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und falls ihr weitere coole Videos sehen wollt, dann schaut doch gerne mal hier vorbei. Denn da findet ihr das letzte Bedrock Edition Video, bei dem ich Jump Bridging gelernt habe. Da war ich noch ein Noob. Hab's ein bisschen geübt. Hab mir Tutorials angeguckt. Und gegen Ende hat's dann ganz gut geklappt. Aber am Anfang war es komplett random. Manchmal ging's, manchmal nicht. Schaut's euch einfach selber an. Ich bin jetzt erstmal weg. Ciao.